Das letzte Mal bei Alien. Das kommt natürlich hinter mir raus. Es hat mich nicht gesehen. Hallo Dudes und Dudettes, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Alien Isolation und wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben, nachdem wir ein bisschen Schabernack mit dem Alien getrieben haben. Werde ich jetzt glatt mal so behaupten. Und wir sollen jetzt, Alter, wie das hier schon aussieht, den Ausgang zum Synthetenflüssigkeitswerk finden. Alter, hier ist ja krass, wie es hier einfach schon aussieht. Ich sollte vielleicht nicht so offensichtlich. Alien? Haben die gerade echt das Alien verjagt? Ihr Arschgeigen! Ich glaube, ich werfe den jetzt einen Geräuschemacher da hoch. Mal gucken, ob das klappt. Nö. Also bis jetzt will es nicht funktionieren. Dann werden wir einfach mal todesmutig hier weitergehen. Was ist das denn? Unter Strom stehen. Geil, neues Achievement bekommen. Kamerafeed, den machen wir aus, ne? Türzugriff geben wir uns mal. Und das war's schon. Mehr können wir hier nicht machen. Also, mir wäre es echt lieb, wenn die einfach weggehen könnten. Sonst packe ich mal meinen Schocker aus. Soll ich den noch nachladen? Nee. Aber kann ich hier unten? Hier unten kann ich auch noch lang. Hallo? Bis jetzt scheinen wir noch ein bisschen safe zu sein. Ich hoffe, der Geräuschemacher löst jetzt nicht irgendwie verspätet aus. Das wäre es noch. Gerade bin ich oben, springt mir erstmal das Aliens ins Gesicht. So, hallo! Erstmal kicken, wo ich jetzt hier lang muss. Aber ich wäre ja sowas von ready, einen so wegzuschockern, ey. Und hier kann ich nochmal speichern. Dann werde ich dies auch tun. Dann können wir auch wieder ein bisschen mutig hier durch die Gegend laufen. Speichern, jo. Ein bisschen laufen können wir ja jetzt auch. Hallo? Ach, da vorne, da stehen sie ja sogar. Was war das? Was ist das? Impfstoffe. Ich frage mich gerade, ob ich die wieder verbuggt habe oder so. Weil die bewegen sich ja echt gerade gar nicht. Und ich hatte hier irgendwas angewählt gerade. Nö. Ich würde sagen, die haben einfach keinen Bock auf uns. Ach, weißt du was? Ah, nee, komm. Ich habe nur einen Schocker. Ich meine, wir müssen die ja jetzt nicht unbedingt schocken. Die haben eben das Alien verjagt. Haben wir hier hinter was Cooles? Da haben wir auf jeden Fall zwei Kisten zum Looten. Oh, Loot, geil. Das andere ist leer. Geringe Energie. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich den Strom wiederherstellen gehen und... Das wird langsam so ein kleines bisschen, da wiederholt sich das, oder? Was ist das jetzt? Ein Vorposten des Fortschritts. Und wir haben einen Ladebildschirm. Geil. Wenigstens war es diesmal ein kurzer Ladebildschirm. Was ist das? Was brauche ich denn hier? Was ist das? Hebel benutzen. Das könnten wir also schon mal öffnen. Und das Gerät unzureichend. Ja, Lecco Mio, ey. Dann brauche ich jetzt auch noch Stufe 3. Halten. S. Ja, easy. GG. Oh, das hört sich schon gar nicht gut an. Ich hasse es, wenn es so laut wird, ne? Hä? Kann ich ja... Weißt du, man könnte ja jetzt... Nee, wir müssen die Regeln beachten. Wir können hier nicht über eine Theke springen. Das gehört sich ja so nicht. Da könnten wir schon mal durch... Was? Warte mal.
Medizinischen Personaleingang. Und das Gerät und so? Nein, ist er nicht. Gut. Hackern, hackern, da. Einmal das, den Pokéball da. Das komische Ding und das hier. Zum Glück ist das Hacken so einfach. Ich sollte echt mal fragen, ob mich die NSA oder so engagieren möchte. Ich wäre ja Pro-Hacker. Okay. Plasmaschneider. Wo soll ich jetzt... Ach, ich soll hier sogar lang. Aber da war was. Irgendwas da bedarf meiner Aufmerksamkeit. Was war das denn jetzt? Hat sich gerade angehört wie so ein kleiner Furby. Ah, ich soll ja... Ja, Sie ja. Klare Anweisung, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Weisen Sie sich aus! Ripley, von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Was zur Hölle ist hier los, Marshall? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich habe das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es ihr angeschleppt. Der Captain der Anne Sidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seeksen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Androiden. Ripley, Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich, nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Ricardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Jo, also wir haben die Falle vermasselt. Gut. Was für eine Falle, bitte? Oh, erstmal Drogen! Damit wir wieder ein bisschen voll werden. Ja, ja klar, oh. Ich hab doch... Ich glaube, ich muss da lang. Wir sollten uns wirklich beeilen, Taylor. Keine Sorge, Samuels. Wir kriegen Sie. Ach, hier können wir ja auch wieder save one. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich jetzt hier einen Geräuschemacher hinschmeiße. Ich würde sagen, ich spiele jetzt mal ein bisschen mit dem Alien rum. Einfach mal dahin werfen. Nö, hier kommt es, glaube ich, nicht. Der sagt mir schon, dass da irgendwo was wäre. Bereuen Sie es, schon an Bord gekommen zu sein? Ja, okay, das sind aber die hier, die sich so bewegen. Nö. Einfach keinen Bock haben darauf und nochmal neu laden. Schade, schade, dass das nicht funktioniert hat, aber dann machen wir jetzt halt normal weiter. Transitzentrale, ja, wie komme ich denn da hin? Muss ich jetzt hier lang? Oder muss ich irgendwie... Warte mal, was? Strom wiederherstellen. Ja, überall ist der Strom aus, natürlich. Ja, keep out. Gut. Ich finde, das hört sich ja schon mal so einladend ein, da müssen wir ja hier lang gehen. Müssen wir überhaupt hier jetzt lang? Ich bin gerade vollkommen überfragt. Ja, egal, wir können sie einfach mal versuchen. Ist das denn... Ah ja. Ja doch, ne, hier ist richtig. Also erstmal einen Aufzug rufen. Die Bahn ist auch auf dieser Raumstation anscheinend tätig. Verspätung kennt man ja, die streiken wahrscheinlich schon wieder. Oh, Blinklicht. Okay, die hier geht auf. Was haben wir hier?
Blendgranate war das. Will ich wissen, was da bitte gegenhaut? Komponente B. Ich weiß gerade gar nicht, ob hier sonst noch irgendwas ist. Aber ich gehe einfach mal hier dran. Jemand hat alles ausgeschaltet. Ich traue hier gerade. Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Ja, was soll das jetzt? Reg dich ab, du Drecksandroid! Ich frag mich, was meine Kinder gerade so treiben. Ich weiß nicht, ob der böse ist oder ob ich einfach zu dem gehen kann. Schon mal den Schocker hier rausnehmen. Nee. Ist da jemand? Also wenn er direkt so bereitwillig... Hey. Wäh! Okay, nee, der ist böse. Oh, Schocker. Bzz, nein, nee! Schock ihn doch! Oh, was soll das denn? Einfach an ihm vorbeischlagen, das ist jetzt aber echt fies gewesen. Ich benutze einfach jetzt den Hebel. Ich weiß keine andere Lösung mehr für diese Situation. Nö, das scheint mir aber nicht zu helfen. Ah, jetzt ist hier ein Ding wieder an. Weil das eben auch schon an. Was ist das? Hauptschaltpult. Also hier jetzt wieder. Willst du mich jetzt veralbern? Ey, nee. Ich gehe jetzt hier einfach dran, ist mir jetzt egal. Mal gucken, ob der mich gleich verprügelt. Nee, ich will nicht mit dir mitgehen. Ich will nicht mit dir mitgehen, geh weg! Och, raffst du das denn nicht? Ich will nicht mit dir mit. Ach, der sieht mich ja immer noch. Mann, oh. Wo soll ich denn jetzt lang? Schön, brechen wir erstmal die FPS hier ein. Ach, die haben auch keinen Bock auf den. Oh, Mann, oh. Ja, du bist mein Problem, du Penner. Lass mich in Ruhe. Och! Nee! Ich kann einfach einen Scheißdreck gerade dagegen machen. Wäh! Er haut mich! Wieso kann ich nicht mit... Ah, geht ja. Na... Ach, jetzt habe ich nur eine Kugel nachgeladen. Ja, genau. Lad doch bitte alle nach. Oh, inkompetentes Pack. So, jetzt bist du hinüber. So, danke. Warum habe ich eigentlich den anderen nicht gelootet? Habe ich den gelootet? Doch, ich habe den wohl gelootet. Der ist auch schon weg. Mann. Wie sie mich alle fertig machen wollen. Ich glaube, das Alien ist jetzt überhaupt nicht wuschig geworden. Hoffe ich. Bitte. Was ist das jetzt für eine? Ach, hier ist ein Android ausgerastet. Ach, das war der. Ja klar, war der erst. Der hat also hinter der Tür geklopft. Ich dachte, der hätte da oben geklopft. Mann, no. Immer diese scheiß Androiden überall und so ein Zeug. Transitneustart, ja. Nö. Nö.
Nö. Nee, ich sehe ja nichts. Ach, war das vielleicht wichtig? Wegen Transitneustart? Oh, hätte ich vielleicht mal direkt genau hingucken sollen. Hören Sie mal, Sie Spinner, glauben Sie, das Ding fährt in einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen, also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei deaktivierten Transit vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns, verdammt. Okay. Eine Warnung für dich, du Penner. Denk mal dran, dich Sinclair und den Seekson-Leuten anzuschließen. Ich habe denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in dein Versteck lassen sollen. Du hältst es keine Woche aus. Okay. Vollkommen irrelevant und jetzt habe ich das doch gelesen. Schön. Obwohl, ja, die Tatsache, dass da... Lötlampe? Cool. Ne, wieder ausmachen. Ja, da stand ja irgendwas von wegen ein Knopf reicht. Das kann ja vielleicht auch hilfreich sein. Also müssen wir wahrscheinlich das Transit von Apollo trennen und dann können wir es wieder einzeln benutzen, ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Cool. Ja, ich meine, das ist die Zukunft. Hier geht ja sowas alles. Alter, das ist ja irgendwie echt witzig. Ey, das ist echt witzig. Aber da muss man ja... Das kostet ja so viel Zeit. Komm, und zusammen. Geilo. Vorsicht, es ist heiß, nicht die Finger verbrennen. Oh. So dickes Metall kühlt so schnell ab, das ist gut. Auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. Nee, hier vorne geht's rechts lang. Ripley, hier spricht Wales. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Ja, gut. Ich glaube, wir haben uns gerade selbst zum Tode verurteilt. Abspielen. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. So, erstmal den Hebel hier. Die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist... Ist, ja. Alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für Wir haben von dem Aufbruchstimmen gehört. Die passen aber wir auf sich auf. Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Gut, dann speichere ich jetzt lieber nochmal. Wenn wir alle ihr Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das... Ne, die hintere. War ja klar, dass die hintere sein muss. Gondel rufen. Ich verstecke mich mal hier drin. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Hof. Ach so, die plündern jetzt alles. Ja, das ergibt Sinn. Endlich auf dem Habitat-Deck ein. Sucht überall. Was auch immer es ist, wir werden es finden. Ah! Was? Was? Was war das denn jetzt? Jetzt mal ernsthaft, was war das denn? Das war echt, das war ja unfair. Wieso schießen die durch das Ding durch? Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht. Mal gucken, ob das Alien kommt und die Sache jetzt hinkriegt. Wir haben mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf dem Habitat-Deck ein. Jetzt scheinen die mich nicht zu sehen. War das gerade nur Buggy oder was?
Ah, okay. Muss man etwa den Atem einfach anhalten? Also RT drücken zum Atem anhalten. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann gehe ich voll Rambo, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf die Penner. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Wenn wir alle hier lebend durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Wir schließen uns endlich auf den Habitat-Deck ein. Geht an mir vorbei. Es kommt wieder der eine, der fast durch mich durchläuft. Los, wir schaffen das. Diesmal bin ich dem scheißegal anscheinend. Finden wir Sinclair. Wir sollten uns auf keinen Fall aufteilen. In der Gruppe sind wir sicher. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dieses Viech ist unaufhaltbar. Ich brauche nur einmal freie Schusswaffe. Jo, jetzt sind sie einfach weg. Ja gut. Dann... Das hat wohl was damit zu tun, dass die Gegner mal random agieren, denke ich mal. Und ein Ladebildschirm. Davon hatte ich noch nie einen gesehen. Samuels Taylor und zu den Marshalls zurückkehren. Ja, dafür... Los, ich sprinte gleich sofort los. Zum Marshall-Büro. Marshall, von How I Met Your Mother. Mother. Erstmal nochmal speichern. Jupp, jupp.